Früchte sind so quasi für mich das, was mein Leben bestimmt hat. Also ich bin ja erzogen als Obstbauer und habe dann auch die Verarbeitung der Früchte gelernt in Klosterneuburg. Und nachdem wir ja keinen Wein haben zu verarbeiten, sondern nur Früchte, war eben mein Bestreben, aus den Früchten was ganz was Besonderes zu machen. Und das Erste, was mir da in den Weg gekommen ist, war eben, einen wirklich guten Schnaps zu brennen. Und ein wirklich guter Schnaps ist eine Herausforderung. Da gibt es Tausende von Mitbewerbern und du möchtest trotzdem den Besten haben. Wir kommen aus einer Zeit, wo das so quasi wo noch ein bisschen im Hinterkopf die Not der 60er Jahre war oder die Not der Nachkriegszeit. Es ist klar, wenn man so sparsam leben muss, da hat man zuerst den guten Apfel hat man gegessen. Den weniger guten hat man zu Saft verarbeitet und den ganz schlechten hat man dann zu Schnaps brennt. Das war noch immer in Ordnung, weil man war ja sparsam und hat alles brav verwertet. Und mein Beruf hat damals geheißen Obstverwertung. Das heißt, man hat das, was übrig geblieben ist, verwertet. Und wir sind Gott sei Dank dann in eine Zeit gekommen, wo man sich den Luxus leisten konnte, dass das zur Obstveredelung geworden ist. Dass wir das edelste Obst noch einmal veredeln durften und dann noch Kunden hatten, die das auch bezahlt haben. Weil zuvor hat das keiner bezahlt. Die haben den letzten Rest verwertet und das war der billigste Schnaps, den es gegeben hat. Ja? Und wir haben das edelste Obst verwertet und das war der teuerste Schnaps, der nur vorstellbar war. Aber wir waren Gott sei Dank schon in so einer reichen Zeit und in einem so reichen Land, dass genau das möglich war und genau das gefragt wurde und genau mit dem haben wir unseren Betrieb aufbauen können. Beim Essig war noch einmal eins, wir haben mit unseren Edelbränden in den 80er Jahren irgendwie schon einen Zugang zur kulinarischen Szene bekommen. Und über diese Zugänge habe ich dann einfach dort auch geforscht, verkostet und so. Und habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich bin so empfindlich im Magen und habe immer in meinem Magen, wenn es sauer ist, ein Kribbeln. Ja? Und es tut mir weh, mich schmerzt die Säure. Ja? Und dann gibt es Essige, da spürst du die Säure nicht. Was ist da der Unterschied? Und das war aus dem ganz banalen Grund, habe ich mich stärker mit dem beschäftigt und habe begonnen, Essige nach Balsamart zu machen. Und damals sogar vom Apfel, weil wir ja Obstbauern sind. Von 1984 bis 1999, also 15 Jahre, waren wir definitiv die einzigen weltweit, die Balsamessig aus dem Apfel erzeugt haben. Rückzug ist für Sie noch kein Thema. Wahrscheinlich ist das Schönste, wenn ich in Pension bin und so an ruhigen Tagen in der Brennerei den Kessel einschalte und was destilliere und probiere und dann den Kessel wieder wechsle. Das ist so für mich etwas, was mich immer fasziniert hat und nach wie vor fasziniert. Und das wird wahrscheinlich sowas sein, das kann man auch, wenn man dann schon ein bisschen schwächelt, trotzdem noch bewältigen. Und das könnte man durchaus vorstellen, dass ich so einen Teil meines Lebensabends da vor dem Brennkessel verbringen werde.